Ja, moin, moin. Ein Leseschatz ist ins Taschenbuch gekommen. Das Buch war auch mit vielen Preisen, für viele Preise nominiert, hat auch welche viele bekommen. Cherry Jones, wie die einarmige Schwester das Haus fegt. Komplett schon von mir besprochen auf leseschatz.com. Jetzt aber in der Taschenbuchausgabe möchte ich es nochmal erwähnen, weil das Buch besonders ist. Es wird auch als Krimi tituliert, aber es ist doch daraus gehen viel mehr. Lala ist es die Figur, die Hauptfigur, der Hauptcharakter in diesem Roman, die von einem besseren Leben träumt. Weg von ihrem Haus, weg von ihrem brutalen Ehemann. Und uns wird eine Kulisse dargeboten, Barbados, besonders der Strandabschnitt Baxter's Beach, wo das spielt, wo der Reichtum sesshaft geworden ist. Die herrlichen Villen, die tollen Strände, die Palmen. Aber es gibt ein Leben dahinter. Die Schattenseiten kommen zu tragen. Und der Titel erklärt sich durch eine Geschichte, die dort immer wieder erzählt worden ist, um den Kindern Angst zu machen, dass sie halt nicht in den Untergrund gehen, weil dieser würde sie an sich reißen und zerreißen. Die Protagonistin ist es, die aber auch schon so einen Freiheitsdrang in sich spürt, das auch schon als Kind, aber dann doch eines Tages den falschen Mann kennenlernt und den auch heiratet. Sie bekommen ein Kind und das ist die Ausgangssituation des Romans, der aus verschiedenen Abschnitten erzählt wird. Wir springen auch ein bisschen in der Zeit und so baut sich ein ganz komplettes Kosmos um die Protagonisten auf. Verschiedene Perspektiven kommen zu tragen und zeigt wirklich auch, wie ein gut gemachter Noir-Krimi eine Verkettung von Schicksalen und eine Armut, die im Schatten des Reichtums steht. Der Mann von Lala ist es halt, der die Handlung vorantreibt, weil er ist mal wieder unterwegs, er macht Einbrüche, während sie hochschwanger zu Hause ist und es kommt zu einer Schießerei. Das ist so die Ausgangssituation, in die wir gleich hineinstürzen und ihn, den Mann, natürlich nicht als liebenden Ehemann kennenlernen und sie, die versucht, aus dieser Welt auszubrechen. Ein toller Roman, der mehr ist als ein Krimi, als der er tituliert worden ist, übersetzt worden ist aus dem Englischen von Karen Gerwig und es bringt uns eine Welt näher, die fern ist, aber irgendwie menschlich doch sehr nah und uns auf eine traumhafte, in eine traumhafte Kulisse reinstößt, die dann auch peu à peu und sehr rasant ihre Schattenseiten offenbart. Ich wünsche spannende und gute Unterhaltung. Tschüss!